Eine Kneipe in Stockholm, eine Band und eine Handvoll Freunde. So sieht es aus, das Comeback eines früheren Superstars. Marie Fredriksson ist wieder auf der Bühne und singt, nach ihrer schweren Krankheit, fast ein Wunder, wie sie selber sagt. Der Moment, als ich wieder singen konnte, was war das für eine Erlösung? Es gab einen Punkt, da dachte ich, es wird nie wieder gehen. Es war so einzigartig, diese Freude war so riesig, als mein Gesang wiederkam, ich musste sofort weinen. Ihre Stimme, das war der Schlüssel zum Erfolg für Marie und ihren musikalischen Partner Per Gessle. Als Roxette eroberte das Schweden-Duo Anfang der 90er die Hitparaden. Millionen verkaufte Alben, Konzerte weltweit, ein Leben auf der Erfolgsspur, das eines Morgens ein jedes Ende fand. Ich hatte einen Auftritt mit Roxette. Wir hatten Riesenspaß und ich fühlte mich super. Am nächsten Morgen, ich war zu Hause, da konnte ich auf einmal mit meinem rechten Auge nichts mehr sehen. Kurz darauf bekam ich einen epileptischen Anfall. Ich bin so unglücklich hingefallen, dass ich mir den Kopf verletzt habe. Im Krankenhaus wachte sie wieder auf. Die Diagnose, ein Tumor im Gehirn. So fortgeschritten, dass die Ärzte wenig Hoffnung auf Heilung hatten. Es folgen eine schwere Operation und 2 Jahre Chemotherapie. Ich dachte nicht, dass ich die Kraft hätte, das durchzustehen, sagt sie. Es hat mich fast 6 Monate gekostet, bis ich überhaupt verstanden habe, was passiert war. Ich war total blockiert. Um ihrer Depressionen Herr zu werden, fängt sie an zu komponieren, ihre Gefühle in Lieder zu fassen. Sie schreibt Songs über ihre Krankheit, ihren Kampf gegen den Krebs. Ihr Mann Micke ist es dann, der sie ermuntert, mit den neuen Songs ein Album aufzunehmen. Er ist es, der ihr neben der chemischen quasi eine musikalische Therapie verordnet. Vom Beginn meiner Krankheit an war Micke immer bei mir. Ich werde nie verstehen, wie er mit der Sache so klar kam. Er hat mir unglaubliche Kraft gegeben. Ich bin so stolz auf ihn. Ihr Mann, ihre 2 Kinder und die Musik seien ihr größter Rückhalt gewesen, sagt sie. Die wilden Zeiten mit Roxette sollen nun der Vergangenheit angehören. Marie Fredriksson will ihr Leben neu beginnen. Ihre nächste Single heißt bezeichnenderweise dann auch Zweite Chance. Second Chance ist genau das, worum es geht, eine zweite Chance bekommen zu haben. Als ich wieder gesund wurde, da habe ich mein Leben als genau das begriffen. Und so sind es nur die kleinen Dinge, die zählen für Marie Fredriksson. In der Morgensonne singt sie in Second Chance, die sie ein zweites Mal erleben darf und danke Gott. Oh,